Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Star Wars Republic at War mit Yoda. Vor Verlust ein Pfad zur dunklen Seite ist. Was ist denn das alles? Okay. Das könnte knifflig werden, Sir. Es sieht nicht so aus, als hätten sie Lücken in ihrem Sicherheitsnetz. Ah, die kämpfen auch wunderschön, die Mandalorianer. Das ist, oh ne, der hat Kanonen hier. Hier ist der Energiegenerator. In diesem Krieg eine Gefahr es gibt, zu vergessen, wer wir sind. Ich werde mir eindeutig Gunships runterholen. Wir haben einen Baum. So, jetzt können wir uns die ganzen Yoda-Sprüche anhören. Lange dauert der Krieg. Nur wer ihn überlebt, ihn gewinnen wird. Am Ende sind Feiglinge die, die der dunklen Seite folgen. Vieles besprechen wir müssen. Auf einem düsteren Pfad wir wandeln. Alles vorhanden ist, was wir brauchen, um zu gewinnen. Hallo. Am Ende sind Feiglinge die, die der dunklen Seite folgen. Zack, zack, Alter, wie das aussieht. Alles vorhanden ist, was wir brauchen. Zack, 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 zack. So, Meister Yoda, das kennt er ja. Boom. Vieles besprechen wir müssen. Komm, Zeit wir verloren haben. Nicht höflich ist es, zu spät zu sein. Ja, du mit deiner Höflichkeit. Den direkten Weg wir nicht gehen werden. Wieso nicht? In diesem Krieg eine Gefahr es gibt, zu vergessen, wer wir sind. Jeden Schritt bedenken. Boah, er läuft! Ja, läuft! Zack, zack, zack. Okay, gut, jetzt haben wir die Bombardierung, ne? Zack. Zack. Alter, wie das abgeht. Yoda ist der Metzler. Der Metzler vom Wiesenhof. Hey, die sind überhaupt nicht OP. Okay. Nein, nein. Alles fair. Was? Hat er gesagt, Waffen gewinnen einen Feldzug nicht? Muss ich dich an gewisse Sachen erinnern, Mr. Yoda? Wir haben einen Bauplatz erwähnt. Wege öffnen, die Macht kann. Wir haben einen Bauplatz. Ach nee. Zack, weg. So, jetzt weißt du, jetzt kannst du ein bisschen meditieren. Konstruktion abgeschlossen. Meister Yoda, vom Rat der Jedi, ich bin. Genau, so. Ne, das, so wollte ich nicht. Ich wollte die Vorspulen scheiße wegmachen. So. Was bombardieren wir denn? Den Energiegenerator. Ach, na toll, jetzt ist mir schon wieder alles kaputt gegangen. Nur das Nötigste mitnehmen. Da kommt der Bomba, da kommt der Bomba, da kommt der Bom, 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 Bom. Wat? Wir haben einen Bauplatz. Hey! Ich sagte, da kommt der Bomba. Wir haben einen Bauplatz verloren. Na toll. Hä? Ich stimme zu. Oder? Danke. Der Zeitpunkt ist da, zu begegnen dem Feind, Lieutenant. Blub. Ja, jetzt lacht er uns erstmal wieder aus. Wir haben einen Bauplatz erobert. Blub. Ich baue mir die Geschütze jedes Mal die ganze Zeit wieder auf. Ich habe ja sonst nichts Besseres zu tun. Auf einem düsteren Pfad wir wandeln. Alter! Wir haben einen Bauplatz erobert. Rex Panzer. Ich spüre. Spürst du anscheinend? Wir sind dafür größer im Geist. Boom. Was vorhanden ist, was wir brauchen. Ja, los, hier mach wieder Party. Bam, 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 bam. Boah, Anakin ist voller Feigling. Feigling, gespielt Feigling. Hat dann eigentlich jeder Sith sofort verloren? Blub. Oh, Leute. Das sind ja schon wieder Panzer. Jo, da ist die Ein-Mann-Armee. Oder die Ein-Zwerg-Armee. Jo, der ist das Große da. Ich glaube, das ist jedes Mal die gespawnte Scheiße hier. Lalalala. Da braucht er immer ein bisschen. Ist ein kleiner Mann. Der kleine Mann von nebenan. Alter! Darin einig wir uns sind. Größe ist nicht alles. Doch,
Das ist so viel, dass du sogar keine mehr haben willst. Oh, inzwischen hat er, kassiert er wirklich so viel, dass er gar nicht mehr richtig abwehren kann. Zack, zack, zack. Okay, gut, 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 gut. Meister Yoda. Meister Zwerg. Am Ende sind Feiglinge die, die der dunklen Seite folgen. Vieles besprechen. Oh, Meister Zwerg geht's wieder. Gut. Da steht eine Narte da. Nicht üblich, es ist zu spät zu sein. Ah, mach die Ruinen auch noch weg. Zack. Wir haben einen Bauplatz erhalten. Du musst, wie du. Wir haben einen Bauplatz erhalten. Das sind Sprüche, ey. Irgendwann mache ich da einen Wettbewerb draus. Jeder Spruch muss erkannt werden. Ich glaube, das will keiner. Einfach so. Ja, also ne, mit entsprechender Film- oder beziehungsweise Seriensteller. Alter! Nein, ich bin nicht besorgt, ich bin genervt. Cool, weißt du, wofür ich mich fürchte? Dass du an Altersschwäche stirbst, bevor du diese Schlacht gewonnen hast. Weil die Druiden so, ja, schön. Der ist zu klein und grün. Der ist, der, weißt du, der ist hier in der grünen. Nicht grünen. Also, hier wäre er dann getan. Ich kann nichts anderes holen. Also, und wenn ich jetzt zu dem Punkt laufe, dann cappen die den hier. Dann kann ich mir ja trotzdem dann auch keine Verstärkung machen. Also, es ist, ist echt so eine Scheiße hier. Alter! Ich will doch nur gleich nochmal meditieren. Geh alles weg. Auf einem düsteren Pfad hier wann. Bum, bum. Hä? Was vorhanden ist, was wir brauchen, zu gewinnen. Danke. Am Ende sind Feiglinge die, die der dunklen Seite folgen. Vieles besprechen wir müssen. Die stoppen. Danke. So. Also jetzt nochmal hier hin, mir meine Geschütztürmchen wieder aufbauen. Wir haben einen Geschützturm. Ich stimme zu. Wir haben einen Geschützturm. Weil mehr Reichweite muss nach hinten. So. Alter! Nerv. Ich mache jetzt nicht mehr, um auf mich aufmerksam zu kommen. So. Was ist los, General? Da. Wir erwarten eure Befehle, Commander. Da. Bombardement steht bevor. Verdammt, das Ding hat ja überlebt. Die Furcht vor Verlust ein Pfad. Also bald haben wir's. Alle Informationsflug. Na toll, der hat sich halt den Scheiß überlebt. Ich glaube, wird hier noch so ein bisschen so dauern. Sie könnten. Ich glaube, ich muss kurz mal wo ran. Bis gleich. Tja, da bin ich wieder. Vielleicht hat man was im Hintergrund mitbekommen. Ich hoffe es nicht, sonst muss ich es rausmuten. Vielleicht. Ach komm. Wir werden sehen. Ich muss Wetter nachher ein bisschen rumschneiden müssen. Und jetzt geht's weiter mit unserer Scheiße hier. Mach 8 Minuten lang die ganze Zeit dasselbe. Weil, ja. Die Frage ist jetzt. Der kann sich ja... Nein, komm, ist vorbei. Tschüss. Er hat Angst, dass er sich selbst in die Luft sprengt und mich dabei mitnimmt. Größe ist nicht alles. Hm? Nur das Nötigste mitnehmen. Ja, ja, komm, wir machen jetzt wieder auf Speed. Yoda auf Speed. Danke. So, jetzt versuchen wir endlich mal eine etwas größere Offensive zu machen, weil Yoda allein, das geht ja auf Dauer nicht. Waffen gewinnen ein Gefecht nicht. Blop, 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 blop. Blop. Am Ende sind Feiglinge, die, die der dunklen Seite folgen. Ja, es ist bald mit deinen Standardsprüchen. Du bist so Standard, ey. Damals, als das Standard erfunden wurde, hast du die Inspiration. Oh Gott, hi. Bum. 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 Ich sagte Bum, danke. Das sind 5, okay. Der blöde ich. Also Panzer können ja nach oben schießen. Das wissen wir ja alle. Aber
Hat die Kanone verreckt, nur weil sie auf ihn schießt. Das ist so hart. Zack. Zack. Ich gehe auf Leute zu. Und sie sterben. Also ich weiß nicht, das dürfte in bestimmten Situationen mehr hinderlich sein als förderlich. Kanone zerstört, weil ich sie angeguckt habe. Nur das Nötigste mitnehmen. Besorgt du bist. Hi. Ich stimme zu. Sag mal. Komm jetzt so gar nichts. Keinen Aufschub duldet. Erstmal um den Panzer außen rumlaufen. So, dann. Ich will doch nur noch da unten. So. Am Ende sind Feiglinge die der dunklen Seite folgen. Ja, okay, das ist jetzt. Ich hatte eigentlich ich 8 Minuten lang gedacht, dass der es hinkriegt, aber die KI ist anscheinend oft zu blöd. Cool, das sind 3. Juhu! ATTI. In diesem Krieg eine Gefahr es gibt, zu vergessen, so. Wer wir sind. Ich habe echt fast alle anderen ausgeschaltet. Läuft. Sir, yes, sir. Bei allem Respekt. Und von nähert sich der Abwurfzone. Da sind noch ein paar, aber ich glaube, hauptsächlich werden die jetzt nur noch. Ach, die Fabrik ist zerstört. Da ist noch. Ah, da ist noch eine blöde Fabrik. Und der Außenposten erklärt, warum hier die ganze Zeit. Panzer. Rumfahren. Also, so viele Panzer meine ich damit. So. Nur wer ihn überlebt, ihn gewinnen wird. Top, 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 top. Das, wenn er schnell ist, sieht das so lustig aus mit dem ATT. Zeit wir verloren haben. Nicht höflich ist es, zu spät zu sein. Lalala. Interessant, oder? Am Ende sind Feiglinge, die der dunklen Seite folgen. Komm, jetzt holen wir uns gleich mal das Bataillon. Wir haben eine Landezone gesichert. Groß. Sir. Ja, Sir. Oder? Nicht dein Ernst. So, wunderschön. Jetzt haben wir ein ganzes Bataillon. Und das kann wahrscheinlich fast schon in die Gunships. Los, nicht sie weg! Schon unterwegs, Sir. Du auch. Und Marsch. Nein, jetzt sag nicht. Die Macht. Danke. Weiter von ein, Commander. Hä? Die Getränke gehen auf mich, Boss. Ich habe gerade Angst, dass meine Gunships abgeknallt werden. Deshalb fliegt er einfach nur mal 5 Meter. So. Ihr werdet abgeknallt, ihr werdet abgeknallt! Na toll. Schon unterwegs. So habe ich jetzt doch Truppen verloren. ATTI. Ich glaube, ich habe 2 Trupps verloren. Das darf ich stark bezweifeln. Yoda, da unten wieder hin. Ihr könnt auf uns zählen, Sir. Okay, Deckung. Mal gucken, was es denen bringt. Hm? So. Ach, egal. Wenn ich damit verhindern kann, dass ich die ganze Zeit genervt werde. Brauchen zwar weitaus länger dann. Und Yoda, mach nochmal kurz hier. Glubschi. Sag Glubschi machen. Machst du jetzt Glubschi? Danke, mache Glubschi. Ja, Sir. Pium, General. So, dann hätten wir es doch bald. Alle Einheiten in maximaler Erfolgsbilanz. Das sind wir. Wohin genau gehen wir? Also ich muss sagen, die gute Arbeit, Sir. Dings Gunships, die Druiden Gunships sind weitaus stärker. Alle Einheiten bereit, ihr könnt aber das zählen, Sir. Boom. Hallo dort. Ja, ja, knallt euch doch gegenseitig. Ab. Mann, dass man Gunships auch nicht reparieren kann, das finde ich nervig. Nervig. Hier ist alles gesichert. Rücken wir zum nächsten Sektor vor. Oh, noch mehr Panzer. Boom. Das war knapp. Gunships, ihr verpisst euch nochmal.
Yoda soll einmal noch da runterlaufen. Bald schon mal. Sir, wie lautet euer Plan? Alle Einheiten vorrücken! Ach, da, das dann wollte ich. Erwarte eure Befehle, Sir. Ja, Sir. Macht euch bereit. Da. Ist nochmal ein Bug da. Konstruktion abgeschlossen. Ich glaube, das dauert ein bisschen. Konstruktion General. Abgeschlossen. Wir haben einen Bauplatz erobert. Was war das denn? Ja, Sir. Aufstehen. Danke. So. Vielleicht finden wir hier ja noch irgendwas. Schon unterwegs, wir Sir. Haben einen Bauplatz erobert. Wir haben einen Bauplatz erobert. Ich möchte mal wieder den Abzug betätigen. Jetzt kommt er wieder mit seinem Spruch, ey. Ja, General. Sir. Ja, Sir. Wie ihr seht, das geht nicht. Bin ich sehr enttäuscht drüber. Konstruktion abgeschlossen. Mehr als Corgi. Quickie. Waffen bereithalten. Einheit zerstört. Und das waren anscheinend die Panzer, genau. Also, die Panzer haben den zerstört, meine ich damit. Das sind wir. Wir haben lalala. Oh. Vorwärts. Bombardement verfügbar. Jo, da kann nochmal Glubschi machen. Was ist los, General? Och nee. Deckung. Los, ey, so. Machen wir uns die Hände schmutzig. General. Dann holen wir uns nochmal ein ATT. Ja, komm, holen wir uns nochmal einen Panzer und das Ding. Oh, alles klar. Wo fährt der denn hin? Muss ich nicht verstehen, oder? Das nenne ich Präzision. Nicht. Ich stimme zu. So. Was haben wir denn noch? Ein Bunker. Bunker. Und ein Bunker. Ah, ne, eine Kanone. Für Klonkrieger ist das eine wahre Freude. Ah, das ist doch nicht dein Ernst. Ja, Sir. Wieso sind hier so unglaublich viele von denen? Wo wollt ihr hin, Sir? Ah, hier, macht wieder Matsche. Matsche! Matsch, 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 Matsch. Sagt der Matsch, Matsch, Matsch. Matsch, 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 Matsch. Stand by. Zu Befehl, General. Yoda. Zu unserem Ziel. Ja, hier ist noch ein Bunker. Direkten Weg hier nicht gehen werden. Wieso nicht? Aufstellen! Minimale Verluste, maximale Erfolgsbilanz. Das sind wir. General! Repariert euch mal, los. Wir haben einen Bauplatz erobert. Wir haben einen ganz ewigen langen Wege wollen wir mal ein bisschen überspringen. Oh Gott, die ganze Folge ist echt nur Mandalore. Hallo. So. Das ist alles nur normale Kampfdroiden. Okay, gut. Ich sag dazu nix. Waffen bereithalten. Wir haben einen Auftrag zu erledigen. Nichts ist gefährlicher als ein Klonkrieger am Abzug. Zwei Klonkrieger am Abzug? Und kommt, wie gesagt, es kommt immer auf die Größe des Abzugs an. So ein kleinerer Abzug, der ist weitaus weniger gefährlich als ein größerer Abzug. Ich meine, das sieht man ja am ATT. Der muss einen fetten Abzug haben. Oder besser gesagt, keine Ahnung. Das zählt als ganz großer Abzug. Hallo. Hallo. Hi. Komm, komm, komm. So, wunderschön. Für Klonkrieger ist es eine wahre Freude, Droiden auszuschalten. Lange dauert der Krieg. Ja, vielleicht eine Freude, aber es ist nicht durchaus irgendwann langweilig. Genau, genetisch einprogrammiert. Ja, guck doch mal, ein Druide, den muss er abknallen. Das dürfte bei verbündeten Druiden irgendwann sehr nervig werden. Gut. Matsch, 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 Matsch. Auf der Höhengeschwindigkeit sieht das auch noch so lustig aus. Hallo? Bist du kaputt? Ja. Jetzt dürfte er doch eigentlich nichts mehr leben. Och nö! Mann, oh Mella! Blub, danke. Endlich, wir haben es geschafft. Zwei Lads, aber... Das war... Die ganzen Panzer kamen durch die Fabriken. Oh,
und ich dachte, ich mache da wirklich Fortschritte. Ja, die Artillerie, das war klar, aber bei den Panzern. Also bei der so hohen Anzahl an Panzern habe ich jetzt wirklich erwartet, da mache ich Fortschritte, aber. Es war mir wohl nicht vergönnt. So, dann haben wir diesen wunderschönen Hyperraum-Lane mal gesichert. Wir müssten auch wunderschön Geld fetten. Geld bekommen. Ja. Du da. Keine Ahnung. Aufbau beginnt. Ich würde erst. Hab ich irgendwo eine Liste an Flotten eigentlich? Zusammenfassung. Ah, Flottenhelden. Da sind doch irgendwo vier einzelne Venatoren. Wo? Hä? Konstruktion abgeschlossen. Hä? Bin ich blöd? Jetzt zeigt mir doch an, vier Venatoren. Spiel. Habe ich sonst noch irgendwo einzelne Flotten? Und Calamari, ja, schön. Eine Verteidigungsflotte. Halten wir fest. Hier soll angeblich ein paar Venatoren hocken. Konstruktion. Ich komme gleich. Erwarte eure Befehle, Sir. Aber keiner weiß, dass die anscheinend da sind. Steht gleich bevor. What? Starten? Oh nee, ne? Oh ja, ist klar. Na, das wird nichts. Das wird nichts. Weil Bugs. Das komplette Bataillon kommt pünktlich auf die Minute. Ja, ja, mach uns kaputt. Wir wissen, wie man Droiden zerstört. Meine Bombardierung wird mir auch nicht zugestanden. Wir haben eine Landezone. Hier ist alles gesichert. Drücken wir zum nächsten Sektor vor. Ja, war hier nicht irgendwo Sachen? Los, nicht sie weg. Türmchen? Möglichst ein Türmchen zu bauen? Und Marsch. Türmchen? Das sind noch Mandalorianer. Macht euch bereit. Was sau lustig wäre, wenn die an Mandalorianer verrecken. Einfach so aus Jux. Ihr könnt auf uns zählen, Sir. Schon dabei, Sir. Ach, da sind sie. Schon unterwegs, Sir. Wird gemacht, Sir. Wohin genau gehen wir? Wohin genau? Verstärkungsposition umkämpft. Da unten. Wir haben eine Landezone verloren. Bring ihn um. Bring ihn um. Vorwärts. Hallo? Wir haben einen Auftrag zu erledigen. Verstärkungsposition umkämpft. Erwarte eure Befehle, Sir. Bumm. Konstruktion abgeschlossen. Mehr so weniger, bumm. Aufrüstung. Das ändert eigentlich nichts. Aufrüstung. Weil ich krieg das, dürfte das nicht hinkriegen, das wenn die KI auch nur halbwegs Hirn hat. Lalala. Was ist hier anscheinend nicht statt? Das reicht jetzt. Alter, vor allem, dass ich die Orbitalflotte nicht runterholen kann, ist auch so ein schlechter Scherz eigentlich, aber gut. Also, stellen wir fest, RAW Late Game verbuggt. Zwar nicht so schlimm wie viele andere Mods, aber durchaus nett verbuggt. Also das eine oder andere. Zum Beispiel dieser kleine Fehler hier, dass hier angeblich noch eine Flotte sein soll, die keiner sieht. Und, ja, das, okay, das ist ein Spielfeature, dass man die Flotte nicht runterholen kann. Aber dass die einfach keine Clone Trooper mehr spawnt. Wer mir jetzt erzählen möchte, das ist ein Feature, dem hau ich. Naja, also damit sage ich dann vielen Dank fürs Zuschauen. Habt euch wohl, bleibt mir treu, wir sehen. Ciao.